Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu The Long Dark. Wir haben noch eine Stunde Dunkelheit, wir sind wieder fit, 100%. Und es ist wieder, wie immer, der Mund ist trocken und wir sind hungrig. So, wenigstens ist der Sturm weg, wobei ich glaube, dass wir ja genügend Wasser da hatten, weil ich brauche... Ach, das sind die ich ausgezogen hatte. Genügend Wasser da haben, weil das kann dann nämlich ein Problem werden, wenn wir eine ganze Weile nicht raus können und kein Feuer machen können und Wasser abkochen. Weil alles andere können wir irgendwie essen, aber Wasser brauchen wir. So, und da werden wir uns jetzt erstmal genau das hinterpfeifen. Und dann haben wir, na gut, wir haben es jetzt noch eine Stunde dunkel. Ich check nochmal meine Klamotten. Hatte ich die jetzt eigentlich? Ich hatte die doch im Großen und Ganzen fertig. Ich meine, gut, die Stiefel, die sind ganz schön runter. 74% finde ich ganz schön viel. Also runter. Also wir heben uns die anderen Stiefel noch auf, die hier rumstehen auf jeden Fall, weil ich muss die, ich kann die glaube auch nur reparieren mit Hirschleder, oder? Ach nee, ich kann die mit Stoff reparieren. Ach Quatsch, ich bin da völlig verkehrt. Ich bin da voll der Obertrottel. Also Aktion, genau, reparieren, getrocknet, genau, das meinte ich. Und das gibt es natürlich dann seltener als Stoff. Okay, naja. Ich meine, die sind gut und so weiter, aber muss ich sehen. Muss ich sehen. So, sehe ich gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Was mache ich da jetzt noch die Stunde? Hier ist der Kühlschrank. Ach ja, dann ist hier der Ausgang. Ja, naja, wir können ja mal Folgendes machen. Hungrig bin ich. Was mache ich da? Ich habe ja jetzt das ganze Fleisch. Das habe ich ja im Prinzip noch in der Hütte. Da werden wir dann auch hingehen, denke ich. Ich werde jetzt erstmal hier von diesem Kram was essen. Von diesen trockenen Rohrkolbenstängeln. Was macht das? 150? Okay, das ist eigentlich in Ordnung. Genau, dann können wir mal schauen, ob wir die Fallen... Ach nee, Quatsch. Ach so, das ist nach Gewicht sortiert. Okay, die Fallen habe ich doch auch mit. Habe ich die Fallen mit? Genau, ich habe die Fallen mit. Die Fallen mit. Ob wir hier irgendwo was finden, wo wir Hasen haben, wo wir die aufstellen können. Das wäre natürlich eine coole Sache, wenn das irgendwie klappen würde. So, also erstmal nochmal schnell die Kolben hier, dass wir wieder ein bisschen fit sind. 150 Kilokalorien. Nein. Da muss ich wahrscheinlich einfach so machen. Nach Name. Oder, nee, nach Name ist so. Aber, so, egal. Gut, das reicht erstmal. So, jetzt wird's hell. Weniger als eine Stunde. Da würde ich sagen, wir schauen mal raus. Wir sind jetzt hier, 0,8. Haben wir hier drinnen verbracht. So, ich hatte doch hier irgendwo auch das Wasser, oder? Hatte ich das nie? Ich hatte hier irgendwie Wasser. Oder habe ich das alles eingesteckt? Weil ich werde dann mal lieber mir, wenn wir hier drinnen hocken, Reserven machen an Wasser als nächstes. Würde ich sagen. Was haben wir hier? Nehmen wir so ein Zedernholz. Richtig fett Wasser jetzt. Weil ich weiß nicht, aber ich finde das sicherer, wenn wir da Reserven haben. So, mal sehen, ob der Wolf wieder da ist. Ich meine, den brauchen wir eigentlich nicht fürchten. Weil mit dem Messer ist das okay. Naja, sieht nicht so dolle aus hier draußen. Sieht nicht sehr dolle aus. Wie ist es eigentlich? Minus 22 Grad. Ich glaube, ich müsste auch mir irgendein bisschen geschützten Platz fürs Feuer suchen. Hat hier schon reingeguckt? Ja, hatte ich schon reingeguckt, ne? Ja, ist leer. Okay, wenn der Wind von hier drüben kommt, dann mache ich mal hier in der Ecke Feuer. Geht das? Müsste eigentlich immer dieses Zeichen kommen. Windgeschützt. Hier ist es windgeschützt, ne?
Das sieht doch gut aus, oder? Wir probieren es. Wir probieren es. Und Feuer und Wind geschätzt. Sehr schön. So, 65%, das sind 55, das ist noch weniger. Und was ist, die Äste sind 75 und da wäre das ja eigentlich 85, machen wir mal. So, und da machen wir jetzt eigentlich nur literweise das Wasser. Und das stellen wir dann unten rein. Und vielleicht noch einen Tee. Und ja, und dann schauen wir mal, was der Tag uns so bietet. Hey, klappt, coole Sache. Altholz schnell hinzufügen. Das haben wir 37 Minuten. Machen wir nochmal Altholz und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich denke mal, wenn jetzt hier irgendwie Feuer ist, da kommt auch kein Wolf an. Ansonsten hoffe ich, dass ich dann den das nächste Mal platt machen kann, endlich. Weil ich glaube, dann hätte ich den letzten Wolfspelz, oder? Oder hatte ich schon alle? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So, also erstmal schmelzen. Machen wir mal erstmal einen Liter. Mal sehen, wie lange das braucht. Gut, abkochen. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich eigentlich bei The Long Dark mehr Musik haben würde, gerne wollen. So immer mal, so wie eben gerade. Das finde ich cool. Und nicht mal bloß so 15 Sekunden, sondern so ein bisschen irgendwie mehr, etwas mehr. Das würde mir gefallen. Das finde ich, macht das irgendwie noch alles ein bisschen atmosphärischer. Gut. So, eine Stunde. Na da. Ballern wir das hier rein. Haben wir noch eine Stunde, also mehr als eine Stunde Dauer. Ist das jetzt länger? Das ist wahrscheinlich durch dieses Zedernholz. Hä? Könnte ich eigentlich nochmal 2 Liter machen. Da sind wir ja bei glatt einer Stunde. Naja, so, jetzt gucken wir mal. Das waren so 4er. Hä? Mal sehen, ob wir es schaffen. 50 Minuten, 4 Liter, das müsste gehen. Perfekt. So, abgestandene Tomatensuppe, Kräutertee, Dose Kaffee. Machen wir mal das noch ein bisschen. Wird es jetzt stürmischer, oder? Machen wir nochmal Kräutertee. Nur noch 15 Minuten, 14 Minuten, 13 Minuten und noch ein Käffchen. Kriegen wir auch mal Pluspunkte. Hier ist das Ganze rumgekochen. Gut. So. Da würde ich sagen, ich schaffe das erstmal rein. Die ganzen Liter. Und dann werden wir uns mal auf den Weg machen, weil da hinten hat man doch quasi eben nicht vergessen. So, ich werde das mal ein bisschen sortieren hier. Das kommt hier hin. Dass man das nicht aus Versehen verfeuern. Gut, das geht nicht, glaube ich, zu verfeuern. Nee, so. Na, nee, das war wieder falsch gedippt. Rechts, links. Ja, dass man das nicht stapeln kann, das ist, das erzähle ich glaube auch jedes Mal, ne? Egal, lass mal liegen. So, jetzt werfe ich nämlich erstmal das Wasser ab. Das ist hier das 8 Liter, das ist gut. So, da wäre ich doch jetzt, ich wäre mal, wie viel macht man jetzt? Wir wären auf jeden Fall 5.
5 Liter hier lassen. Ne, 6 lassen wir hier. So. 6 lassen wir hier. Die stellen wir hier an den Pfosten. Das heißt, da können wir überleben. Ich meine, ich glaube, wenn wir zu lange hier sind, dann kriegt man irgendwie diesen Koller, diesen also im Gebäude irgendwie so einen Lagerkoller. Wobei ich hatte den noch nie. Also ich hatte den echt noch nie gehabt. Wahrscheinlich, weil ich dann doch lieber immer draußen rumgelaufen bin. So, jetzt schauen wir nochmal nach. Wir haben 35 Kilo. Haben wir doch. Warum haben wir 35 Kilo? Das brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Gut, wir haben diese ganzen Äxte. Ich brauche auch nicht 2 Äxte. Das lagere ich mal hier ab. Wo lagere ich das ab? Ich werde das am besten hier oben in die Plaste. Wie viel gehen da eigentlich? 15 Kilo gehen da rein. Das ist doch gut. Dann legen wir mal das rüber. Alles, was zu schwer ist jetzt, legen wir rüber. Das Werkzeug, das brauche ich jetzt auch nicht. Messer brauche ich jetzt auch nicht. Eigentlich brauche ich die Lampe, brauche ich das andere, brauche ich alles. 12 von den Ästen, die lasse ich auch mal, sind 1,8 Kilo natürlich, einen Bogen. Kann mich dann immer von nichts trennen, so richtig. Weil manchmal ist dann doch irgendwas los und dann, aber ich guck mal hier. Ich meine, das nimmt doch kein Gewicht. Oder? So, die Sachen. Aber über 30 Kilo, was ist denn das? Man müsste auch so eine Gesamtsumme mal hier irgendwie haben, dass man das sieht. Weil vielleicht kann ich doch was hier von denen da lassen, ne? Aber das sind 0,1, das ist ja auch nix. Eigentlich nix. Eigentlich ist es nix. Na gut, da fangen wir mal einfach mal doch beim Schweren an. So und so. Und vielleicht tun wir dann doch nochmal einen Liter hier einfach rüber. So. Werkzeug hat man gesagt. Das haben wir schon drüben von den Fackeln. 0,0, das ist ein Viertelkilo. Dann machen wir mal, nehmen wir 2 mit. Was ist denn das? Kann man das irgendwie noch benutzen? Nee, ne? Das kann man auch nicht mehr benutzen. Das kann man eigentlich da lassen dann hier. So, Bogen, das habe ich. Von dem Zeug brauche ich eigentlich jetzt hier nichts. Das können wir hier lassen. Die Stoffe. Na gut, wir sind ja weniger jetzt. Okay. Gut, weil da würde ich sagen, dann gehe ich nämlich mal hier vor, wo diese anderen Bäume standen. Bäume, Schößlinge oder wie sie heißen. Und werde die ernten. So, ich glaube dort, wo wir hergekommen sind, da waren die. Hier hatten wir alles schon geschaut. Das war nämlich dann hier hinten. Bilde ich mir ein. Da hatte ich noch gesagt, da gehen wir dann hin, oder? War das nicht hier? Würde ich sagen. So. Noch was Sinnvolles tun, ein bisschen sammeln. So, ich sag mal, ich werde jetzt mein Gewehr nicht nehmen. Wenn jetzt nur so ein Wolf kommt, ich treffe den wieder nicht, vergeude eine Patrone, die ich vielleicht irgendwann später dann sinnvoller benutzen kann. Und dann mache ich lieber das mit dem Messer. Und weil das, wenn ich den an dem vorbeischieße, dann da sind sie. Wenn ich an dem vorbeischieße, dann bin ich eh verletzt. Also das ist gehuppt wie gesprungen. Da ist er. Oh ja, das ignorieren wir jetzt einfach. Der ist mir eigentlich Rolle. Ich meine, ich gehe jetzt nicht unbedingt provozierend hin, oder? Nö, mache ich nicht. So wild ist es jetzt nicht. So, aber der patrouilliert dort wieder. Oder schleichen mich ran und schießen um. Obwohl ich gerade gesagt habe, ich mach's doch nie. Oder ich verfolge jetzt. Wie viel Zeit haben wir? 9 Stunden. Ich könnte doch verfolgen, ne? Ich greife ihn an und verfolge ihn dann.
9 Stunden haben wir bestimmt Zeit. Wollen wir das machen? Letzte Patrone, jetzt habe ich glaube ich keine mehr als Reserve. Oder ich schleich mich ran. Ich schleich mich ran. Ich schleich mich ran. Kann ich mich eigentlich ducken? Ja, ich kann mich ein bisschen ducken. Kann ich eigentlich, wenn ich geduckt bin, ziehen? Kann ich auch. Ich kann auch zielen. Angst gekriegt, ha? Hallo? Ich geh mal auf den Stein. Wenn das geht. Ja, ja, du bist gleich dran. Das sind mehrere, hä? Hat er seine Kumpels geholt? Ja, 80%, das ist gut. Heute da wieder ab hier, meine Güte, so ein Feigling. Alter, weg mit dir. Diesmal hab ich noch erwischt. So habe ich mir das vorgestellt. Too heavy. Naja, das war doch gut. Das war doch gut. Das war doch geil. So, wie sind wir eigentlich? 92% schon wieder. Das ist okay. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Haben wir unser Tagwerk getan. Wir haben den Wolf erledigt. Gut, dass ich mir das eine Mal die Patrone gespart habe, weil ich hatte schon wieder, ich hatte überlegt, das treffe ich wieder nicht, so wie der dort Wirr hochkommt. Und dann aber, wenn der dann sozusagen flüchtet, dann rennt er immer in Schnur. Zwar an ihm vorbei, aber dann kann man voll erwischen. Gut. Naja, kannst du dann machen. Wir machen jetzt folgendes. Wie sieht es eigentlich aus? Ich fröstle, ich gehe erstmal rein. Ich gehe erstmal rein. Ich bin jetzt ausgelaugt. Das ist okay, weil da kann man dann schön schlafen. Ja, tu dann nicht so weich. So. Naja gut, ich meine, die Zeit ist eigentlich rum, würde ich sagen. Unsere Reserven sehen gut aus, wir haben jetzt auch Fleisch. Ich werde das nächste Mal das Fleisch gar machen, grillen, sodass wir das dann verwenden können. Und dann 5 Stunden noch, ich werde mich jetzt mal kurz aufs Ohr hauen. Also ich muss ja sowieso jetzt speichern, die Zeit ist ja rum und dann geht's weiter. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.